mein Gott. Das wäre bestimmt auch so nice da drin. Ich glaube, ich habe mit Hearthstone echt mein Spiel gefunden. 9 Millionen Story-Views. Hier sind mich komplett veräppelt. Oh, wow. Der Berg ist riesig. Klettern rauf, genießen diese Brise, atmen Liebe ein und wieder aus. Bleiben hier für eine Weile, Zeit lässt uns verweilen. Frohe Weihnachten! Ho, 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 wegen Savages. Heute mal ein Weihnachtsvlog. Ganz spontan, ich war so, soll ich heute vloggen, weil es passiert, ich weiß nicht, was passiert. Aber da dachte ich so, das ist doch ein geiler Vlog, weil es ist hart Flow-State-Basis. Denn wie sind unsere Weihnachtspläne? Zum Arzt gehen. Ich hab so Blähungen. Vor Weihnachten, ne? Ja. Wir haben schon mal unsere Weihnachtssocken an. Ja. So, ich bringe noch ein bisschen Avocado mit rein, aber auch Bananen. Flow-State, oder? Ja, Flow-State. Wir können da Kalender mal aufmachen, oder? Ja. Willst du auch mal, Philipp? Ja. Wir haben die schon aufgemacht. Ina und Irina. Hä? Wisst ihr noch, als wir aufgemacht haben? Du hast geschlafen. Oh, oh. Wir haben aufgemacht? Ich weiß, was du meinst. Also, das ist so ehrenlos, und einfach vor der Zahl den Kalender aufzumachen. Voll. Oh. Voll ehrenlos. Das ist wie, ich habe da ein gutes Beispiel gebracht. Weißt du noch, was ich gesagt habe? Echt perfekt für dich, Low-Fat. Mandelmus. Ich habe das Gefühl, das ist auch Low-Fat für dich, Bro. Soll ich öffnen? Das haben wir nicht aufgemacht. Aber ich habe nur das Gefühl, das ist trotzdem Low-Fat. Hä? Marmelade ist Low-Fat. Das ist Marmelade? Ja. Bro, es hat 0,5 Gramm Fett. Oh, sick. Wow. Geil. Apfel. Bratapfel. Es ist gerettet, das Weihnachten. Okay. Unser Nachtisch. Unser Nachtisch ist gesund. Sick, Mann. Und das haben wir sogar zweimal. Das ist ein gutes Beispiel. Ja, ein Was Kalender aufzumachen vor dem Türchen ist wie... Ich hatte irgendein gutes Beispiel. 2 hours later. Ich habe jetzt ein gutes Beispiel. Ah, fuck, ich habe es wieder vergessen. Junge! Alter, so sieht der aus! Geil, Mann! Hey, das ist doch ein... Surprise, Motherfucker! Surprise! Also, haut auf euren Rocker-Kalender, da ist vielleicht noch ein Riegel drin. Wo ist der? Und? Geil, oh, nein. Leute! Die Studie, die ist signifikant. Also das ist safe einer drin. Safe, safe, safe. Alter, lass mal bei den Nachbarn sneaken. Die haben sich richtig die Außendeko gegönnt. 2 Liegestühle. Oh, sogar hier so eine Hängecouch. Jockey sei so ein Feuerblaze. Alter, da drüben mit allen Dudler chillen. Das ist geil. Geil, Chanel im Angebot ist auch nicht alle Tage. Das ist halt mit meinem Brain. Aber heute ist Weihnachten, ich darf. Ich habe gestern Abend bei den White Hanger so abgezockt in Hearthstone. Und so. Und er war früher Hearthstone-Profi, weil ihr wisst ja, der Junge ist Profi-Spaßhänger. Aber er war wirklich süchtig, weil er ist halt Big Brain. Und ich habe gestern... Es ist wie, wenn man den Kalender frühzeitig öffnet, wie in die Glaskugel zu gucken, wann man stirbt. Genau. So, ich mache ja gleich Werbung, dass da ein Riegel versteckt ist. Aber ich glaube eher, weil ich sehe, haben wir gestern das Türchen aufgemacht? Das war von gestern. Also sobald die ganzen Süßen weg sind, ich habe noch nie ein Türchen ausgemacht. Doch, wo wir so ganz viele aufgemacht haben. Aber sonst, Bio-Rote Beete Fete. Fete? Perfekt. Das sehen wir noch nicht. Ach so, eine Fete. 13 Gramm Fett. Also lösche ich diese Fake News wieder. Genetik forever. Genetik forever. Oh, was ein schönes Weihnachten, Mann. Training und Genetik forever. Ich mache jetzt wieder Push-Pull. Arme, Schultern, Beine. Hier oben habe ich mir ein Training gebaut. Wenn es euch interessiert, das habe ich gestern trainiert, das Push-Pull. Also Brustrücken kann man es auch nennen. Und das heute dran, Arme, Schultern. Wobei halt meine Arme schon gut gefickt sind von gestern, weil hier oben ist halt alles Grundübung. Deswegen liebe ich halt Fully Equipped Gyms, weil man muss halt immer hier Grundübungen machen. Und dann ist halt das zentrale Nervensystem, die Lunge, die Erschöpfung, die Energie einfach oft gefickt, aber der Muskel nicht maximal stimuliert. Wie zum Beispiel mein Lat gestern. Der hätte immer noch gut was vertragen können, aber ich konnte dann einfach keine Pull-Ups mehr machen. Diese Pull-Ups in den Ringen, wo man so hoch geht, sind halt meine Arme auch gut so. Und heute will ich eigentlich Arme trainieren. Das heißt, dann schallert der Hilfsmuskel mehr rein. Aber anyways, es ist halt auch immer geil für so Perioden wie... 1-2 Wochen hier oben zu sein, weil man dann mehr Grundübungen macht und wieder andere Sachen trainiert, die man dann nicht so oft trainiert hat. Deswegen, all good, circumstances don't matter, only a set of being matters. Ihr habt das Training gesehen. Let's shala weiter. Thank you.
Curls sind so geil. Die habe ich aus dem Lean Bulking Programm. Damals noch von Misha. Dann nimmt man die Schultern so komplett raus und trackt halt an seinem Körper so bis über den Nippel. Weil wenn man hier halt nach vorne geht, hat man halt immer die Schulter drin und hier isoliert man den Bizeps komplett. Ach, mein Bro ist back. Erzähl doch mal die lustige Idee. Also meine Idee ist, dass wir heute einfach mal Skifahren gehen. Weil für Snowboard ist es einfach zu eisig und deswegen lass einfach mal so einen lustigen Vlog machen mit der Almdudler in der Hand, weißt du? Dann fährst du Ski so. Bro, es ist eisig und ich kann's nicht und dann tun wir uns übelst weh. Schienbein AD, ich bin jetzt auf WW im Krankenhaus. Komm ich besuchen und ich zeig dir meine Panzerfaust. Schieß mich ins neue Jahr 2022 mit der Ananas in den Arsch. Okay, wie du so sagst. Wir haben wieder Bodytrack-Curls gemacht. Weißt du noch die guten Zeiten? Ja. Neben Balkenprogramm? Also ich würde mal sagen, deswegen, das ist nämlich Flow-State. Nicht so, ja, lass später, weil jetzt weiß ich noch nicht. Jetzt bin ich mit dem Kopf einfach im Training. Und dann sage ich so auf Flow-State-Basis, sprich, lass erstmal trainieren, lass erstmal frühstücken. Und dann, was excited uns dann am meisten, das ist Flow-State-Basis. Und das Ding ist, es wird eh wieder Hearthstone sein. Wir essen Frühstück, Bro. Und wir zocken den ganzen Tag. Leute, ich hab's geschafft. Seht ihr, wie trocken meine Haut ist? Ich bin ein Reptil geworden. Man sieht es gar nicht so krass. Geil. Oh mein Gott. Ja. Vielleicht eincremen? Ich esse jetzt den Philipp auf. Philipp, was machst du? Scheißen? Ja. Weil Reptile essen scheiße. Ja, okay. So, wir filmen jetzt einfach mal Philipps Reaktion. Wir stellen das vor die Tür. So, als Weihnachtsgeschenk. Und dann lassen wir die Kamera einfach. Nein, du hast nichts gehört. Oh, hallo. Natürlich setze ich mich darauf. Na, du hast es auch gehört? Ja, natürlich. Aber Bro, ich habe auch gehört, weil ich habe so ein bisschen gelauscht, wie du Happy Po benutzt hast. Das klingt dir so pervers, dieses Squeefen. Ich habe gedacht, das ist voll geil, kann man als Anna. Aber gib zu, du hast nur Hände gewaschen, weil ich gefilmt habe, sonst. Nee. Ich wasche immer die Hände, ich bin ein braver Junge. Ey, nächster Vegan Savage Winter Wonderland Trip, wenn ich wieder zurückkomme aus Thailand im März. Geht nach Innsbruck, könnt euch schon mal bewerben, schreibt Briefe. Ja, unbedingt nach Innsbruck. Nee, sieht aus wie Irina. Irina sieht aus wie so ein süßes Eichhörnchen, oder? Oh ja, ich bin Irina. Oh, fertig. Los, mach Hops. Ich würde dich gerne küssen, aber ich habe Herpes. Hops. Ich darf nicht. Ich mach darf. Hops. Okay, warte. Also, die Frage ist, wird das Gerüst das überleben? Nee. Mein Trizeps macht da. Und wie Paul Unterleitner mir schon beigebracht hat. Und da habe ich wirklich keine Ellbogenschmerzen mehr. Wenn man die Ellbogen einfach nah am Körper lässt. Boah, und dann noch ein bisschen mehr Spannung, die man nicht nach vorne lehnt. Aber so nah sind die jetzt nicht, die Ellbogen. Oh. Sind voll. Ja, deswegen habe ich auch Ellbogenschmerzen. Eigentlich eng lassen, oder? Weil du hast ja so gespreadet. Ja, aber ich bin halt auch übelst breit, weißt du? Ja, geil. Ich gehe da mal Weihnachten feiern. Mit Crow. Ach Crow, ich wünschte, du würdest mir meine DMs beantworten. Schaut mal, wie diese Dattelpaste jetzt hier im Porridge vermischt wird. Boah, so geil, wenn es eine homogene Masse wird. Hier gut am Fruit snacken, gut am Tracken. Es ist echt mein heißes Excitement, gerade wie so ein Computerspiel. Es macht richtig Bock. Ich habe ein richtig gutes Feeling jetzt schon für Low Fat bekommen. Für Fats in Lebensmitteln. Bro, ja? Welchen Drink soll ich eher machen? Ich mag den Kokos voll gerne. Wenn du hast einmal Kokos-Drink, 100 Gramm, nur ja, 1,1 Gramm Fett. Bei den anderen Sachen wirst du wahrscheinlich nichts trinken, ne? Nee. Also doch, aber mach leer, weil Kokos reicht mir. Wir holen die eben auch. Schönes Weihnachtsporridge. So geil. Das haben wir ein schönes gezaubert. 1200 Kerls, 9 Gramm Fett, 44 Gramm Protein. Ich habe halt viele Sachen schon gesnackt. Also das heißt viele. Die Kiwi, den Apfel, die Banane, die Mandarine. Ich tue extra keine Soy Krispies rein. Bro, das ist zu krass, weil wenn ich Soy Krispies rein tue, hat es einfach zu viel Protein. Weil so 44 Gramm pro Mahlzeit, denke ich mir, so reicht. Oder oft hat er noch so 50 und mit Soy Crispy habe ich dann gleich so 60 Gramm Protein. Geil, das wird jetzt reingefiestet, dann haben wir Hearthstone. Oder was haben wir heute Nacht runtergeladen? Heroes of the Storm, aber erstmal Hearthstone. Oder ja, erstmal eine Runde Hearthstone. Heroes of the Storm ist ein anderes Game aus dem Hause Blizzard. Und das habe ich noch nie gespielt, das haben wir beide über Nacht runtergeladen. Ach, das wird heute noch eine schöne Weihnachten. So, und wie ich hier voll gerne sitze, ich tue einfach die Stühle so. Und wir sitzen uns hier so gegenüber. So, und dann hier einfach so. Im Fersensitz drauf, beste Leben. Boah, das schmeckt wirklich so geil. Ich habe mir überlegt, das wäre bestimmt auch so nice da drin. Aber es schmeckt halt schon so geil mit dem No Way. Auf jeden Fall mein Hunter-Deck hier. Wir spielen beide das gleiche gegeneinander, aber er kann mein Deck leihen. Ey, das ist so geil. Das macht so Bock mit dieser
Questline, aber ihr checkt ihr wahrscheinlich eh gar nicht und excited euch nur, deswegen machen wir es jetzt offline. Ja, hier ist ein Christmas Present. Mein Weihnachtsgeschenk. Glückwunsch. Ich hab's geschafft, bro. Glückwunsch. Nur, deswegen hab ich dich gewinnen lassen. Yes. Du bist so gut, Mann! Wo ist mein Christmas Present, hä? Ich binge jetzt diese X-Mess Bratapfel. Aber ich sehe gerade, das ist ja gar nicht wie Marmelade, weil es hat kaum Kerls, weil es ist hauptsächlich Apfel. So wie Apfelmark eher. Es hat nur 100 Gramm 50. Jedenfalls davon gönne ich mir jetzt noch was auf Frust mit Maiswaffeln. Beste Leben. Ja, bestimmt von Kai eingetragen. Wie krass ist MyFitnessPal? Ich habe hier den Code eingegeben, einfach draufgehalten, die Kamera, und es erkennt es schon. Bestimmt irgendjemand hat heute aufgemacht und direkt bei MyFitnessPal eingetragen. Also dieses Zimtige, so geil, und 100 Gramm haben einfach nur 49 Kalorien. Was ist denn da los? Ich glaube, ich habe mit Hearthstone echt mein Spiel gefunden. Ich habe gesucht nach einem Game, was man zocken kann, was nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, was quasi darauf ausgelegt ist, dich süchtig zu machen, dass du mindestens so viel spielen musst, damit es überhaupt Spaß macht, und dann mehr und mehr und mehr, so sind halt viele Spiele ausgelegt. Ich habe nach einem Spiel gesucht, was man einfach so, ey, ich habe einfach so alles gehasselt, was ich wollte. Ich will einfach irgendwas zocken so. Ich will gerade nicht irgendwas anschauen, was zocken. Und was man einfach spielen kann, was von der ersten Minute an Spaß macht, und nach 20 Minuten ist man einfach satisfied. Für mich war es zum Beispiel früher Skate auf der Playstation, dann hatte ich keine Playstation mehr. Bei World of Warcraft oder so, da muss man halt so viel spielen und es macht so süchtig, und um gut zu sein, muss man so viel spielen. Und dann machen dann 20 Minuten nicht Spaß, wirklich. Und Hearthstone ist so perfekt, weil ich mag auch nicht so sehr, wenn man Ego-Shooter, da muss man ja auch so viel üben, um gut zu sein, sonst wird man nur abgeknallt. Und da muss man nicht mit der Maus oder schnell tippen oder so, sondern einfach nur überlegen, wie Schach spielen. Und Karten legen ist ja ganz einfach. Deswegen Hearthstone macht so Bock, einfach eine Runde so am Tag oder 30, wie ich jetzt gerade. Also das macht halt einfach auf kurze Zeit Spaß. So ein geiles Spiel. Deswegen danke, Tenga, du Süchtiger, dass du mich inspiriert hast. Und mit Almnudler, da habe ich eine Liebe fürs Leben gefunden. In Berlin? Hearthstone, oder wir spielen weiter, oder? Weil wir haben was gefunden. Wenn man so 20 Minuten spielen kann, das ist geil, oder? Ja, wir sind nicht süchtig, wir haben ein Leben. Nur weil wir hier zu viel Freizeit haben, können wir zocken, aber zu Hause, da gibt es nur Hasseln, Hasseln, Hasseln. Ich würde sagen, wir sind also nicht süchtig wie Tenga. Eigentlich die nur Fronts an Tenga, oder? Ja. Weihnachten wird krasser und krasser. Genetik hat einfach ein neues Album rausgebracht. Also nicht ganz neues Album, sondern eine upgedatete Version mit irgendwie fünf, sechs neuen Songs, neues Intro. So muss es sein, oder? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das schon erzählt haben, heute gehen wir nicht erstmal nicht snowboarden, sondern mit der Gondel, mit den Schlitten hoch. Wir haben beide die gleichen Schlitten. Somit ist es Gleichberechtigung. Ich habe Boots an, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, ob ich überhaupt damit hier reinpasse. Jetzt fahren wir erstmal zu Gondel und schauen, ob wir überhaupt das überlegen. Weil das ist schon mal ein Ride. Okay. Also, ich passe hier gerade so rein. Schauen wir mal. Wow, links. Ja, das geht gut. Ich merke halt gerade, man kann halt nicht bremsen, weil es halt einfach alles Eis. Also du sagst, mit den Dingern kann man... Wie bremst du? Mit den Füßen, oder was? Nee, hier, das ziehen. Ja. Dann siehst du, was in der Mitte passiert. Ja, ich darf jetzt halt nicht dabei vloggen. Deswegen jetzt oben muss einfach wirklich Handy so geiler als GoPro geworden. Aber hier habe ich ja noch die Hände frei. Deswegen bitte GoPro im Wege. Alter, ich bin sowas von Erster. Und Ferdi rutscht den Berg runter. Er traut sich gar nicht, damit zu fahren. Ich stehe hier gefühlt schon seit 5 Minuten und er kommt da so runtergerutscht. Digi, was traust du dich denn nicht? Ah, da kommt er. Ah, na du? Bro, du hast aber nur einen Schaden, wie du da runterfährst. Alter. Ich hatte so Angst, weil ich bin runtergefallen in meinen Schlitten und ich werde auch nicht langsam auf dem Eis. Einfach so Füße voll rein, nicht so, okay. Und ich leide einfach Vollgas runter. Wie hast du das überlebt? Einfach machen, Bro. Commit it!
Also Kinder, das ist eine richtig dumme Idee. Macht es nicht zu Hause nach. Let's go! Ah! Oh fuck! So muss das sein! Alter! Wieso bist du so schnell? What the fuck, Alter? Yes! Ich hab die Kurve noch besser genommen. Alter, du hast die Kurve genommen! Ohne Bremse! Okay, ich mach aus, weil ich brauch die Bremse. Alter, das hat so Bock gemacht. So geil. Ohne Scheiß. So wild. Die anderen Skigebiete, wo wir sein werden, lass immer vielleicht ein bisschen Snowboard und Skifahren, aber Bob fahren. Einfach Bobs ausleihen. Oder ich habe schon eine Gondel gegoogelt nach Erwachsenen-Bobs. Und es gibt so geile, lass so richtig geile Bobs kaufen oder halt ausleihen, weil besitzt auch immer dich und wir sind immer woanders auf Laufsteg-Basis. Alter, wie rutschig. Alter, das macht so Bock. Deswegen, Gang, schnallt euch an. Wir gehen jetzt runter zu Hölzl und schauen mal, was da für Bobs gibt. Weil die waren von meiner Schwester, deren Zwergen, und die haben wir jetzt schon gut geused. Und auf Ehre kaufe ich einfach mal 9. Also nicht, dass wir sie kaputt gemacht haben. Aber wir haben sie einfach gut geused. Und dann haben wir dann 9 Bob, weil dann ist meine Family happy. Und man hat auch viel weniger Angst, weil man so nah vom Boden ist, oder? Voll. Also das finde ich halt so richtig geil, dass man nicht so tief fällt. Wenn man so richtig schnell ist, war ich so, ey, wieso habe ich gar keinen Schiss? Weil man ja schon auf dem Boden ist, einfach so zur Seite. Man fällt ja nicht tief, man ist ja schon auf dem Boden. Voll. So geil. Ich gönne meiner Fam diesen Bad Boy für 20 Euro. Aber der Snowgasm kommt hier nicht raus. Das kostet 600 Euro. Ich glaube, das ist ein Wucherpreis, weil wow, was hier ist, weißt du? Krass, oder? Wie krass das geschäft ist. Weil so ein Board kostet eigentlich so 300, oder? Nein, es gibt schon Boards, die wirklich 500 und 600 Euro kosten. Aber ich glaube nicht, dass das... Schau mal, das da oben kostet 700. Ja, schnell raus hier mit meinem 20-Euro-Bob. Geringverdiener. Schlittenfahren, ich bin so K.O. Alter, ich fühle mich so, als wäre mein Bizeps 3 Kilo schwerer. Alter, ich habe so Hunger. Ich snacke rote Beete mit aufgefrorener Mikro-Spinat. 150 Gramm Bulgur mit anderen Robin Veggies. Ich habe mir ein paar von Julis Dingern gesnitcht. Karotten, Maiskolben, Ketchup und so weiter. So, ich glaube, ich esse nicht mehr viel. Was haben wir da? 1200 Gramm Mehl. Wieder 50 Gramm Protein, 7 Gramm Fett. Geil, 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 genau. Ich habe noch eine Gurke gesnackt. Ich habe noch, ich habe so viel gesnackt. Einfach geil. Jetzt noch Spices, Kräuter und so. Und im nächsten Shot seht ihr Wasser, Hefeflocken. Und da haben wir das. Alter, schaut das geil aus. Boah, was eine Weihnachten. Echt sehr schönste Weihnachten meines Lebens. Ich nehme es natürlich zurück, weil als Kind die Weihnachten waren so geil. Aber halt anders geil. Das ist es. 9 Millionen Storyviews. Egal. Heftig. Richtig geil. Dan Bilzerian at More Blades More Days. Fucking Carb-Attacke. Uff, so viel Energie. Alles so gemacht, was ich machen kann, damit morgen wir nicht mehr viel machen müssen. Nur noch Beinchen zerstören, Meal preppen und dann gemütlich Richtung München. Wäsche abgeben. Mami, danke, dass wir bleiben durften und die Wäsche zu dir bringen und du sie wäscht. So dankbar dafür. Hinterlassen wir die Hütte top. Oh, ich dachte, ihr macht auch sauber. Aber ihr feiert Weihnachten. Ist halt Weihnachten, oder was? Ah, ihr macht die Snowboards klar. Nice, Mann. Also Philipp, ich bin unten dran. Ich kann Heroes of the Storm, aber mach euch noch. Geschenke. Wann bekommen wir die Geschenke? Ja, um 18 Uhr. Okay. Ich hab nichts für euch, oder was? Natürlich, 18 Uhr gibt's ganz viele Geschenke. Staples. Ja. 18 Uhr packe ich einfach mein Penis aus. Er ist frisch rasiert. Wir sind non-attached. Wir brauchen nichts. Wir sind Minimalisten. Nein. Das schönste Geschenk ist, wunschlos glücklich zu sein. Und das bin ich. Ich hab Geschenke für dich. Kondome. Danke. Du kannst sie behalten. Ah, Juli, mach's gut. Ein furzfreies Mir. Wogegen der schon drum. Nochmal 10.000 Bohnen mixen. Mit Tofu, Bro. Alter, wie soll ich neben dir einen Film angucken? Dieser Trainingsplan, mein ganzer Körper ist so sore, Alter. Mein Bizeps ist schon wieder 10 cm größer geworden. Digga, die Unterarme. Weil jetzt weiß ich, wieso ich eine Weile nicht zweimal Oberkörper ineinander trainiert habe. Also den Split, Push, Pull, Arme, Schultern. Oh, aber es fühlt sich geil an. 3000 Calories drin, deswegen esse ich nur noch ein bisschen Milchreis. Aber by the way, ich habe alles Essen hier hingelegt, dann habt ihr aber habt ihr gecheckt. Telepathie spreche ich vom Anfang an. Du hängst im Semester fest und denkst, dass du es kannst. Ich lasse Dinge schweben, eine andere Ebene. Du kannst nicht mehr sehen,
wie Dinge neu entstehen. Sorry. Mit zwei Eiern. Was haben wir hier noch erstmal explored? Boah, ich glaube einfach nur. Kannst du Soße leer machen? Oder kriege ich auch durch? Bro, weil die ist eh alle schon zu spät. Ich glaube, ich mache das hier leer mit Marmelade. Den Milchreis, no way. Und einfach, einfach lecker Reis. Ich finde von dem Onkel Bens Reis, weil die in diesem Packung, Onkel. Da werde ich immer nicht so satt irgendwie. Wohingegen, wenn ich Reis koche, aber vermutlich liegt es daran, weil ich einfach mehr Reis koche. Frage, daran. Darf ich das bisschen davon naschen oder ist es für dich morgen für die Fahrt? Ne, es ist ganz, aber was ist denn ein bisschen? So ein Stückchen. Der Reis ist mit Blähungen bringt alles. Problem, ne? Macht, was ihr wollt. Ich bin einfach nur glücklich. Das esse ich noch. Dann will ich mit Philipp noch Heroes of the Hearts zocken. Yeah. Und einen Morphe Python, oder wie das heißt, Film angucken. Die sind so Hater, aber die checken aber nicht, wie geil, wie profound witzig diese Filme sind. Ja, ich hab schon Bock, aber Juli ist die Haterin. Ja genau, deswegen schaue ich mit Philipp. Weil du hatest. Außer du hatest nicht. Ja, yeah, okay, aber wenn du hatest, ich muss alleine sein, ist okay. Nein, Juli darf nicht gucken. Wir furzen dich an und du darfst aber den Film nicht haten. Weil ich will Life of Brian gucken, weil ich hab die gerade in Chronological Order schon so angefangen. Ritter der Kokosnüsse, Alter, so geil, Mann. Lasst euch drauf ein, ihr erst so, hä? Und dann lacht ihr so ein bisschen und dann crackt ihr nur noch ab. Und heute Life of Brian. Oh ja, ich war gerade im Instagram-Loop, es war richtig geil, ich habe Stories von allen geguckt. Ich lieb's immer so an Weihnachten. Ey, was machen die anderen? Nein, du warst wieder im Loop. Bro, von dem anderen Loop erzähle ich den Leuten noch. Okay, okay. Das wissen nur Offline-Leute. Stay tuned. Also heute 4K Kerls, davon aber nur, Alter, 24 Gramm Fats, 150 Gramm Protein. Alter, dieser Milchreis. Weil das hier schmeckt so geil. Mit No Way Milchreis. Und dann Milchreis dazu. Sick. Da kann dieser Furztopf nicht mithalten. Ah, oh, RIP, das war mein letztes. Aber ich sorge dafür, dass permanent im Shop kommt. Ist geil. Reißen wir noch nicht ganz durch, aber nee, scheiß drauf. Ich hab Hunger. Heroes of the Storm. Bro. Hier sind mich komplett veräppeln. Das ist hart. Hä, das geht schon, oder? Kann Reis auch roh essen. Leute, das ist kein Milchreis. Milchreis muss man so 14 Minuten kochen. Ich würdest du nochmal kochen, oder was? Nein, das schmeckt gut, Mann. Gut, dass ich Single bin. Nee, ich bekoche eh nur mich. Oh, das war noch ein schöner Weihnachtsspaziergang. Okay, wir schauen den Oh, das war echt so eine schöne Weihnachten. Wirklich, wow. Ich habe noch ein gutes Glas Almnudler getrunken. Ey, wegen Savages. Ich küsse eure Namen. Ich wünsche euch ein geiles Weihnachten. Ihr hattet es ja schon. Ein geiles neues Jahr. Einen guten Rutsch. Digga, ich bin einfach Silvester in Bangkok. Oder schon in Chiang Mai. Flow State. Ihr werdet sehen. Was ein wildes Jahr, weil ich fahre morgen zurück. Ah, ihr werdet es eh sehen. Ich vlog die Scheiße. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich bin so geil, so. Ich liebe das Gefühl. Oh, ich hab's im Krankenhaus so vermisst, einfach so geil, so zu sein. Was noch mein Wing Savages, was zu sagen? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja.